Heyo, Ladies und Gentlemen, was geht? Ich bin's wieder, euer Raffi hier. Willkommen zurück zu Kingdom Hearts. Wow. Vielen Dank für den ganzen fetten Support an den letzten drei Folgen. Ich habe die alle auf an einem Stück hochgeladen. Nicht hochgeladen, aufgenommen. Weil, das Spiel einfach so geil ist und ich endlich aufhören konnte zu zocken. Und vielen Dank für den ganzen fetten Support. Freut mich, dass es euch genauso gefällt wie mir. Und ja, unsere Insel wird gerade kaputt gemacht. Wo gehen wir hin? Die können wir noch nicht mal kaputt machen. Noch immer nicht kaputt machen. Gott, Sprachfehler for the win. Aber wir haben hier eine kleine Cutscene mit Riku. Wo ist Kairi? Ich dachte, sie wäre bei dir. Die Tür. Nein, nicht die Tür. Was? Die Tür ist offen, Zora. Wir können jetzt in die Außenwelt. Was redest du da? Woher weiß der das? Kairi finden. Kairi kommt mit uns. Gehen wir einmal durch. Kann es sein, dass es für immer ist? Du, da ist ein schwarzer Ball über dir. Wir unsere Eltern nie wieder. Und es gibt kein Zurück. Es könnte unsere einzige Chance sein. Angst darf uns nicht abhalten. Ich fürchte die Dunkelheit nicht. Ich schon. Streckt er seine Hand aus. Riku? Nein, Riku! Nein, verlass uns nicht. Komm, du schaffst es. Beweg dich doch auch mal, Riku, du fauler Sack. Wie er da steht. Nein. Nein, unser bester Freund. Ein Licht in der Dunkelheit. Epische Effekte. Ein Schlüssel. Oder ein Schlüsselschwert. Oder vielleicht beides. Das Schlüsselschwert. Das Schlüsselschwert. Okay. Und das können wir die Typen, glaube ich, sogar kaputt machen, oder? Ja. Potion. Nice, hier fett am Wegownen. Hier ein EP pro Kill. Boah, geil. Aber ich glaube, das ist wieder so ein Szenario, wo sie unendlich, wo unendlich viele kommen. So für meine Sprachfehler heute. Weiß nicht, was los ist. Und ich bin noch ein bisschen krank. Das heißt, ich könnte mich ein bisschen verschnupft anhören. Ab und zu ein bisschen husten, aber ich hoffe mal, dass ich das unterdrücken kann, damit es euch nicht zu sehr nervt. So, aber bevor wir hier jetzt 20 Minuten irgendwie rumfighten, habe ich da hinten schon eine Türe gesehen. Wow, also, das ist Kameraführung. Unvergleichbar. So, da hinten habe ich schon eine Tür gesehen bei der Höhle, bei der mysteriösen Höhle, da wo der schwarze Typ uns letztens begegnet ist, wo wir gerade Pilze gesammelt haben. Au. Aber eigentlich könnten wir hier saugeil farmen, so unendlich lang leveln, bis man Level 100 ist. 100 ist, glaube ich, das Maximum. Ja gut, aber das wäre ein bisschen langweilig. Man kann noch... Ah, ich kann nur Pause drücken, schade. Das schon, ich kann schauen, wie viel EP ich noch brauche. Oder EXP, wie das Spiel es so gerne nennt. Haben wir am Anfang ausdrücklich erklärt bekommen. Boah, Level up. Level up. Mann, Raffi, learn to German. Level up. Gut. Warum kann ich da nicht hoch? Dass wir in das Spiel ein bisschen reinkommen. Gut. Mit dem Level up würde ich sagen, gehen wir jetzt hier so durch die Tür. Geheimer Ort. Die Türe öffnet sich. Mal schauen, ob uns der schwarze Typ wieder erwartet. Okay, ich kann hier etwas angreifen. Das heißt, es könnte passieren, dass wir hier kämpfen müssen. Was, Kairi? Sora. Hast du nicht ausgeschlafen, oder was? Bei dem Blick. Was? Okay. Mysterious. Au. Schaut nicht gerade sehr einladend aus. Was, unsere Insel fliegt weg? Alter Schwede. Nicht schon wieder der Typ, Mann. Ganz ehrlich, deine Frisur geht noch immer nicht, also. Müssen wir dich jetzt nochmal besiegen, oder was? Unser Schatten. Ich glaube, hier konnten wir ja nur wegrennen. Genau. Okay, dann greifen wir gleichzeitig noch ein bisschen an. Nein, dann renn weg. Boah, das passt. So.
Aber ich habe schon ein bisschen eine Taktik raus. Boah, da haben wir ihn nice weggeownt. Wir haben ja gerade dieses Level abbekommen, das heißt, wir haben noch mehr Angriffskraft, was uns definitiv helfen wird. Oh fuck. Okay. Komm her. Und ich könnte hier anvisieren. Okay. Aber wir kriegen HP durch die Viecher. Das ist richtig nice. Au. Von hinten. Das heißt, wir sind eigentlich fast unsterblich, wenn wir nicht zu viel Schaden nehmen. Nein, geh doch. Nein. Du sollst die Viecher angreifen. Wir müssen hier Leben aufsammeln. Was macht der? Aha. Was machst du? Das finde ich gar nicht sozial. Abwehrkraft. Nice. Wir haben ihn schon besiegt. Alter, wie schnell. Der hat sogar seine Hand einfach in den Boden gesteckt. So la 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 la, trollolol. Tja, jetzt haben wir schon wieder dein rechtes Handgelenk im Arsch gemacht, ja? Und das ist er tot. Hoffentlich. Nein! Festhalten! Und da werden wir verschlungen von der Dunkelheit. Schwärze. Oh, Goofy. Travers Town. Sieh mal, der Stern da erlischt. Nein. Hoffentlich war es nicht unsere Insel. Und Pluto, glaube ich, heißt er, der kleine Hund. Hoffe ich mal. Wir sind in Travers Town, die Stadt Traverse. Wieder am besten gelaunt, Donald. Vielleicht sollten wir zuerst Leon suchen. Wie Pluto seinen Arsch in der Luft hat. Donald, ich wette, dass... Ach, was machst du schon, du Schlauer? Was ich weiß? Komm her, Pluto. Donald macht wieder alles kaputt. Aha. Das sind ja wir. Ja, wahr. Ich hasse sowas, das kann ich gar nicht haben, wenn ein Hund so meine Fresse abschlägt. Aber vom Pluto vielleicht, der ist voll süß. Das ist gar kein Traum. Nein, der Hund ist echt. Du hast gerade wirklich Sabber im Gesicht. Wo bin ich? In Travers Town. Oh Mann. Hast du eine Ahnung, wo wir sind? Sein Schwanz, voll süß. So, jetzt hast du ihn verängstigt. Mann, das geht gar nicht. So, was machen wir hier? Wer sind wir? Wer wir sind, weiß ich noch. Was ist das hier? Aha, ein rotes Zeichen. Hier können wir Zeug kaputt machen, oder? Ne, nicht mal. Das können wir auch nicht kaputt machen. Okay. So, was haben wir hier? Hey, Leute! Mowgli! Ist das alles seltsam hier? Punkt, Punkt, Punkt. Ich bin hier in... Nein, ich bin in einer anderen Welt. Oh, ich liebe die Musik. Suchst du jemanden? Die Stadt ist groß. Du musst überall nachsehen. Die Kerzen da drüben wurden vom Mogris angefertigt. Wenn du eine auspustest, flackt die Flamme sofort wieder auf. Wahrscheinlich kann man sie nur mit Zauberei erlöschen. Aha. Ich sehe es, wie es sofort wieder aufflackert. Können wir irgendwie alle ausmachen? Toll, jetzt haben wir alle ausgemacht. Was haben wir, eine Truhe? Die untersuchen wir doch gleich mal. Lässt sich nicht öffnen, sehr suspekt. Okay. Was haben wir hier? Closet. Okay. Haben wir hier hinten noch irgendwas? Ne, nix. Geht's hier irgendwo hin? Noch verschlossen, okay. Das ist wieder so ein blaues Zeichen. Ich glaube, das waren so Trinities, wenn mich nicht alles täuscht. Die kann man nur irgendwie mehreren Leuten machen. Das wird der. Die Stadt ist gewachsen, weil die Leute, die ihre Welt verloren haben, hierher gekommen sind. An so einem riesigen Ort kann man sich leicht verlaufen. Sei vorsichtig. Okay. Vielen Dank für den Tipp. Was haben wir hier? Post! Mach mit beim Postkartengewinnspiel. Mit 10 Postkarten bist du dabei. Okay. Das heißt, wir müssen Postkarten sammeln.
Willst du hier rein? Item laden. Das ist nice. Aha. Ah, Tick, Trick und Track. Hallo, was willst du? Ich möchte etwas verkaufen oder verkaufen. Ich will was kaufen, mal schauen, was sie so haben. Ich will was kaufen, in Ordnung. Okay, hier kann man Zelt, Erzer, Potions und so kaufen. Brauche ich dabei jetzt noch nicht. Vergiss es. Voll nett, vergiss es. Er hat heute sauber gemacht. Okay. Das heißt, hier können wir Potions und so Zeug kaufen. Können wir jetzt hier rausgehen? Okay. Wo sind wir jetzt? Jetzt sind wir hier. Aha, okay. Sehr interessant. So, wo geht's hier hin? Accessorie-Laden oder Accessoire-Laden. Das ist so ein grünes Zeichen. Und ein Speicherpunkt. Hereinspaziert, wie kann ich behilflich? Ach, bloß ein Kind. Hey, ich bin kein Kind und ich heiße Sora. Okay, okay, beruhige dich, Kleiner. Warum so ein langes Gesicht, Sora? Hast du dich verlaufen? Nein, naja, vielleicht doch. Wo sind wir hier? Hä? In der Stadt Traverse? Sag mal, Opa, ist dies wirklich eine andere Welt? Nenn mich nicht Opa, ich heiße Sid. Wie auch immer. Ich weiß nicht, wovon du sprichst, aber auf deiner Insel sind wir bestimmt nicht. Ich sollte lieber Riku und Kairi suchen. Also viel Glück, was immer du vorhast. Und wenn du in Schwierigkeiten steckst, komm zu mir. Vielleicht kann ich dir ja weiterhelfen. Hört sich sehr gut an. Mal schauen, was der verkauft. Ich will einkaufen. Also, was darf sein? Ja, ich will was kaufen. In Ordnung. Wir sind voll cool hier. Okay, hier können wir Ringe kaufen. Aber wir haben noch kein Geld, glaube ich. Also, woher hätten wir Geld gehabt? Ist das hier? Informationen. Geschmiedete Items wie dieses Prachtexemplar sind im ersten OG erhältlich. Kupo. Wow, ein Kristall. Im ersten Stockwerk. Wie komme ich ins erste Stockwerk? Keine Ahnung, aber wir gehen erstmal speichern. Das heißt, das Spiel mal wieder abkackt, aber ich glaube, das passiert jetzt nicht mehr. So. Was? Da kann ich auch irgendwas untersuchen. Ein Kamin. Nein, you know, Sales. So. Dann schauen wir dann auch nach rechts, beziehungsweise nach links, je nachdem, wie unsere Perspektive jetzt ist. Da nach links. Aber mit dem kleinen Fuzzi da wollte ich noch reden. Der ist voll putzig. Traverse Mitte ist der einzige Ort. Ist der einzig sichere Ort. Kupo. Aha. Dann gehen wir mal in so einem unsicheren Ort. Geht's hier rein? Nein, natürlich nicht. Kisten. Aha. Die könnten wir manchmal kaputt schlagen. Bringt uns nichts. Cool. Hey, da sind auch noch Typen. Unser Item-Atelier, Kupo. Hier erforschen wir Items und versuchen, die ultimative Waffe zu schmieden. Kupo. Das Tor drüben führt nach Traverse Nord. Dahinter liegt Traverse Ost. Wow. Können wir hier hoch? Hier können wir sogar. Ein Tresor. Untersuchen. Scheint verschlossen. Wow. Okay, dann gehen wir mal hier durch die Türe. Traverse Nord. Schauen, was uns so in der nicht so sicheren Stadt oder Stadtteile erwartet. Sein Herz ist weg. Oh mein Gott. Was ist das für ein Viech? Neuer Herzloser oder was? Oh nein. Viecher! Das sind diese Kreaturen von der Insel. Ja, ich würde sagen, denen gehen wir erstmal ordentlich auf die Fresse, oder? Hey, wir haben Taler bekommen. Nice. Oh, hier. Man fährt durch die Luft alles wegpunen. Nice. Nice. Zwei Taler haben wir schon, oder? Das sind halt fünf. Aber jetzt, der greift mal an hier. Ja, greif an. Danke. Lebt er noch hier? Nein. Und die gehen weg nach einer Zeit, okay. Da oben ist eine Truhe. Wie man da hinkommt, ist mir noch ein Rätsel. Hier sind noch mehr Viecher. So. Bam. Nice. Ein Luzid-Splitter. Was auch immer der mir bringt. Kann ich hier reingehen? Nein. So, dann gehen wir mal hier runter. Oh Gott, noch mehr Viecher. Bam. Ja, fett. Die sterben. Zack. Bam. Bam. Ich sollte vielleicht mal hier in die Angewohnheit kommen, Sachen anzuvisieren. Ja, genau. Und jetzt eher... Ah genau, so kann ich wechseln, okay. Ist gut zu wissen. Aber wenn ich das da hinten bei dem Brunnen gerade anvisieren konnte, noch ein Luzid-Splitter. Oder Luzid-Splitter.
Dann kann ich doch hier nicht was machen, oder? Untersuchen. Eine Glocke. Bei der Villa mit Kniff sollte es eine geben. Aha. Okay. Können wir das hier auch noch untersuchen? Nee. Können wir hier durch? Hintergasse. Okay. Ja, toll. Wie sie uns gerade verfehlt haben. Leon, Herr Leon. Wo sind Sie? Hey, ein Kanal oder irgendwas. Oh. Zack. Alter, wo da? Ah, oh, da ist eine Truhe. Die können wir wieder nicht aufmachen. Hey. Ja, die habe ich doch hier perfekt getroffen. Zack. Nice. Ah, der lebt auch noch. Und jetzt nicht mehr, oder? Jetzt kommt. Jetzt geht der. Danke. Nice. So, dann holen wir uns mal hier die Truhe. Öffnen. Die können wir sogar aufmachen. Potion erhalten. Yay. Okay. Caution. Weg ohne. Das war easy going. Nur ein Fuzzi. Ah, doch nicht. Ich dachte schon. Wow. Oh, noch ein Luzid-Splitter. Was auch immer wir mit den Viechern anfangen können. Oh, hey. Oh, Maximum HP Increase. Nice. Nice, nice. Sind wir hier schon voll am Upleveln. Ah, da frage ich mich, ob wir vielleicht mal Abilities machen können. Nein. Ausrüstung? Haben wir vielleicht neues Zeug? Nee. Items könnten wir mal schauen. Truhe. Antimaterielle Kraft scheint die Lebensquelle dieses Splitters zu sein. Ein Morgi kann bestimmt weiterhelfen. Okay. Das waren also die kleinen putzigen Viecher da, die runden. Anscheinend könnt ihr uns da weiterhelfen. Hier sind noch ein paar Viecher. Noch ein Luzid-Splitter, Alter. Findet man in der Sand am Meer. Alle, die hier blocken ohne Ende. Nice. Okay, wo geht's hier hin? 46 Taler haben wir schon. Haus der, jetzt habe ich nicht gelesen. Irgendwas. Hey, ein Haus. Cool. Speiseraum. Ah, ich glaube, ich weiß, was das ist. Das war das Haus, wo man die ganzen Dalmatiner dann reintut, die man gefunden hat. Das ist praktisch so, so Sachen, die man durchgehend sammelt. Die man, glaube ich, in Truhen findet. Ah, die 99 Welpen wurden über viele Welten verstreut. Als ihre Welt zerstört wurde, finde und rette sie. Genau. So sind die Dalmatiner, die 99, die wir finden müssen. Oh mein Gott. Das ist viele. Bam, komm schon! Boah, ich freue mich schon, wenn wir so ein bisschen bessere Attacken und so kriegen. Wenn wir so voll epische Kombos machen können. Ja, das kommt alles noch. Das wird richtig nice. Also soweit ich mich noch erinnern kann. War's das? Ah, da ist noch ein Typ. Wir sammeln doch erstmal ein bisschen Taler auf. Ich finde es so hässlich, dass die in den Boden können. Bam! Die Fresse. Nice. So, da links waren wir, glaube ich, noch nicht, wenn es da wohin geht. Schaut fast so aus. Noch mehr Viecher. Ja, da geht es zu District hin. Was auch immer das ist. Komm schon! So. Ein Viech noch. Nice. Hier schon die Taler aufsammeln. Vielleicht können wir es auch gleich noch eine Kette oder so kaufen dann. So, Traverse Ost. Okay, nice. Noch mehr Viecher, Mann. Ja, können die mal aufhören, sich im Boden zu verstecken? Unglaublich. Zack, nein, zack, nein, zack. Wie die alle im Boden sind. Verarsch mich. So, hier. Nice. Geil. Was? Unbewohntes Haus. Aha, es ist ein unbewohntes Haus. Badumts. Ja. Ja gut, Jungs und Mädels natürlich auch. Wisst ihr was? Bevor wir hier weitergehen, würde ich sagen, wir machen hier eine kleine Pause. Hoffen mal wieder, euch hat's gefallen. Ich glaube nicht, fast hier passiert dann was Episches. Also freut euch schon auf die nächste Folge. Und ich würde sagen, bis dahin, vielen Dank, dass du bis hierher geschaut hast und man sieht sich. Fettes Danke und tschau und schönen Tag noch. Reingehauen. Hasta la vista und tschüss.